Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit dem Marc unterwegs. Und guck mal, was der für ein schönes Fahrrad hat. Ja, und er fährt nicht mein Fahrrad, sondern sein Focus, was er vorgestellt hat. In ja, XL ist das, ne? Ja, zwei Nummern größer als meins. Und der Thomas kommt gleich auch noch. Und der hat auch zwei E-Bikes mit dabei. Weil die Michi kann heute ein E-Bike Probe fahren. Und ja, wir haben uns wunderschönes Wetter am Flow Trail Siegen ausgesucht und können endlich mal wieder bei vernünftigen Bedingungen Fahrrad fahren. Mal ohne Staub und so weiter. Das war die letzten Wochen echt ein bisschen ekelhaft. Wir fahren jetzt schon einmal hoch, machen dann mal eine kleine gemütliche Warmrollrunde. Und gleich, wenn wir dann am Parkplatz zurück sind, die anderen da sind, scheint auch die Sonne. Also, bis gleich. Meine haben das gar nicht mehr. Das ist nur, wenn die neu sind, ne? Wann seid ihr das letzte Mal im Regen unterwegs gewesen? Also ich bin ziemlich lange nicht mehr im Matsch gefahren und mir hat es wirklich mega viel Bock gemacht. Auch wenn es so eine Sache ist, danach die Sachen einzupacken und die Klamotten auszuwaschen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel ja wahrscheinlich noch aus dem Winter. Aber mal so ein bisschen im Matsch rumzufahren, hat mir heute extrem viel Bock gemacht. Auch wenn zwischendurch es ziemlich dunkel auf der Kamera geworden ist, weswegen dann die GoPro-Qualität so ein bisschen heute leider leidet. Ja, ich auch. Ich bin so müde von dem Touren nach zur Michi. Junge, ich bin. Da kommt immer dieser Modus bei dir irgendwann durch. So, Thomas und Michi sind auch angekommen. Der Thomas dreht schon durch da vorne. Er fährt richtig aktiv. Appel. Michi? Ja? Wie ist das? Wie ist es? Knebo? Wie Urlaub. Das Knebo ist wie Urlaub? Ja. Ja, Marc und ich waren schon eine Abfahrt unten. Streckenkondition super. Jetzt fahren wir immer alle zusammen hoch. Und dann gucken wir mal, wie viele Abfahrten wir schaffen. Was ist, Special Sister? Sollen wir mal runterballern oder was? Ja. Okay, dann versuchen wir mal. Alles fahrbar, alles gut. Paar Pfützen. Also ich bin ja der Meinung, bei schlechtem Wetter kein Fahrrad fahren ist keine Option und mich stört's auch ehrlich gesagt nicht so viel. Aber wie sieht das bei euch aus? Schreibt's mal gerne in die Kommentare, ob ihr so Schönwetterfahrer seid oder ob es euch total egal ist und ihr schwingt euch, egal ob es stürmt, regnet oder schneit, ja, einfach aufs Bike drauf und habt Spaß. Schreibt mir das mal in die Kommentare, würde mich mega interessieren.
Die Michi hat sich auf jeden Fall ziemlich schnell wohlgefühlt auf dem Fahrrad. Und ich muss sagen, das Fahrrad sah auch mega cool aus. Also mir hat das persönlich auch gefallen, aber es war leider nicht so meine Größe, sodass ich mal Probe fahren konnte. Aber nichtsdestotrotz war es mega geil einfach, dass wir alle ein E-Bike hatten und deswegen super schnell immer wieder oben waren. Oh! Scheiße! Mark, fahr bitte gute Linie. Auch wenn ich schon wirklich oft jetzt hier am Flowtrail Siegen unterwegs gewesen bin, war es einfach wieder eine mega gute Zeit. Gerade mit den besten Menschen überhaupt zusammen hier auf den Trails zu sein und dann auch noch mit dem E-Bike, sodass wir super viele Abfahrten in anderthalb Stunden oder sowas machen konnten, ist natürlich einfach mega. Finde auch, dass es nicht immer neue Trails sein müssen oder neue Parks, sondern die alten Spots, die man schon gut kennt, können halt auch richtig, richtig viel Spaß machen, wenn man einfach mit den richtigen Leuten da ist und eine gute Zeit verbringt. Ich muss auch dazu sagen, desto besser man natürlich die Strecken kennt, desto weniger Angst hat man vor irgendwas und desto mehr Spaß. Denn desto weniger Angst, ja, desto bessere Zeit auf dem Mountainbike. So Leute, es wird immer dunkler. Eigentlich war für heute Abend noch besseres Wetter angesagt, aber irgendwie... Du bist jetzt von ganz unten bis nach ganz oben abhängig. Ciao. Eigentlich, das ist auch die richtige Fahrweise. Ihr müsst eigentlich, das ist ein Uphill-Trail. Das ist der Uphill-Flow-Trail Siegen. Vor allem an Samstag und Sonntagen sehr zu empfehlen. Ja, wenn viel los ist. Genau. Dann muss man mehr Slalom fahren. Aber ihr müsst euch gegen ganz viele Geister fahren. Stehst du hier am Trail rum? Das ist das Duster. Boah, da kannst du noch aus Gefühl in Anleger fahren. Zum Glück hast du das orangene Free and Ride am Rücken. Auf Sicherheit fahren. Ja, ich probiere es jetzt auch ohne. Ist das okay für dich, weil ich auch ohne fahre? Ja, das ist okay. Okay. Ich hatte sie beim Rennen den ganzen Tag an. 45,6 Maximalgeschwindigkeit. Wo haben wir die denn gemacht? Keine Ahnung. Irgendwo. Stehen auf dem geraden Stück runter nach dem Wurzelappel. Ja, aber das ist eigentlich zum Rauffahren cool, ne? Ich finde das voll cool. Also muss man nur aufpassen, manchmal ist das halt voll zugewachsen. Also, um nochmal kurz zum Abschluss auf dieses schlechte Wetter zurückzukommen. Ich muss wirklich zugeben, nach dem Biken ist das nicht so eine schöne Angelegenheit. Vor allem, wenn man dann das dreckige Bike ins Auto laden muss, das Bike wieder schrubben muss, die Klamotten alles voll matschen und es einfach so ein bisschen stressig ist. Aber solange man auf dem Trail ist, macht es einfach mega Bock. Und gerade wenn es warm ist, so wie jetzt im Sommer, ist es doch eigentlich total egal, wenn man ein bisschen nass wird. Für mich ist es auf jeden Fall kein Grund, kein Fahrrad zu fahren. Und ich werde auch wieder im Winter jede Menge auf dem Bike unterwegs sein, denn eine Pause in der Offseason oder ja, wenn man sie überhaupt Offseason nennen kann, kommt für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Und ich bin schon sehr gespannt,
was ich mir dieses Jahr als Off-Season-Challenge irgendwie setzen werde. Ob ich doch irgendwie wieder mehr Enduro fahre, ob ich das Torque ganz verkaufe und nur noch mit dem E-Bike unterwegs bin, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es zusammen sehen. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. We'll be right back.